Heute geht es ums Thema Mindset. Da fällt mir eigentlich nur immer wieder ein, dass die Stoiker, also die stoische Philosophie, unglaublich gute Sprüche parat hat. Das sind Sprüche, die passen perfekt aufs Pokern. Es geht nicht darum bei der stoischen Philosophie, dass man sagt, du darfst diese Gefühle nicht haben oder du musst diese Gefühle unterdrücken. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Missverständnis. Es ist völlig richtig, dass man, wenn man ein Bad Beat bekommt, einfach mal irgendwie auf den Tisch haut. So, und die Stoiker haben halt gesagt, es ist völlig okay, diese Emotionen zu haben und zu spüren, aber man muss natürlich auch Mittel und Wege finden, damit umzugehen. Epiktet heißt der Philosoph. Epiktet ist ein antiker Philosoph, der ist mit einer der Begründer der stoischen Philosophie, also nicht wirklich der Begründer, die stoische Philosophie gab es schon vorher. Der hat ein sehr, sehr gutes Zitat und dieses Zitat ist, und jetzt passt auf, es sind nicht die Dinge selbst, die uns bewegen, sondern die Ansichten, die wir von ihnen haben. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, weil das, was passiert, ist nicht wirklich das, was dich verärgert oder was dich überrascht. Weil wenn du Poker spielst, weißt du, dass ein Gutshot kommen kann. Weißt du, dass du Asse gegen Buben verlierst. Du weißt ja, worauf du dich einlässt. Jeder weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Jeder weiß, dass zu jeder Zeit jede Karte kommen kann. Es gibt Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeiten haben kein Gedächtnis. Die Wahrscheinlichkeiten haben kein Gerechtigkeitsempfinden. Die Wahrscheinlichkeiten interessiert nicht, ob du jetzt vorne oder hinten bist und ob du jetzt einen Downswing hast oder ob du verdient hast zu gewinnen. Die Wahrscheinlichkeiten interessieren sich einen Dreck dafür. Die Wahrscheinlichkeiten sind die Wahrscheinlichkeiten. Und die können für eine lange Zeit schlecht, gut, nah an der entsprechenden Wahrscheinlichkeit oder weit davon entfernt laufen. Völlig egal. Aber deine Ansicht darüber ist das Problematische. Sobald du eben anfängst zu denken, dass du etwas verdient hast oder dass du jetzt nach 10-mal Bad Beat endlich mal auch einen Pot-Gewinn verdient hast, hast du eine gewisse Ansicht von dieser Sache und nimmst die nicht mehr als das, was sie ist. Und wenn du eben deine Ansicht änderst und wenn du anfängst zu verstehen, okay, so läuft der Hase, oder du versuchst auch zu verstehen, warum dein Gegner so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, dann irritiert oder nervt oder bringt dich diese Situation nicht mehr so aus der Ruhe, wie sie das tun würde, wenn du davon überzeugt bist, dass das falsch ist. Natürlich kannst du sagen, na, der hat einen unprofitablen Call gemacht, aber du musst ihm zugestehen, dass er diesen Call machen darf. Und dasselbe hat dann Marcus Aurelius, römischer Kaiser, hat dann auch entsprechend darauf aufbauend etwas gesagt, was auch in dieselbe Richtung geht. Ändere deine Ansichten und du hörst auf, dich zu beklagen. Er hat also quasi gesagt, versuch das Negative in etwas Positives umzuwandeln, weil du ja eigentlich nur deine Ansichten ändern musst, damit das etwas Positives wird. Und dann versteht man auch, dass jemand, der einen Call mit einem Gutshot macht, notwendig ist, damit überhaupt beim Poker Geld gewonnen werden kann. Wenn da keiner sitzt, der einen Gutshot callt oder der euch mit Buben auszahlt, wo wollt ihr dann die Kohle herkriegen? Also ändere deine Ansicht und sag dir, hey, gut, dass das passiert, zeigt mir einfach, dass in dieser Situation es immer noch Kohle zu machen gibt. Zu guter Letzt haben wir dann auch noch ein sehr, sehr gutes Zitat, was ich rausgesucht habe von Seneca. Seneca ist auch ein stoischer Philosoph oder ein etwas besonderer stoischer Philosoph, eigentlich der erste, den ich gelesen habe. Und er hat halt gesagt, das finde ich auch ein sehr gutes Zitat, was man nicht verbessern kann, soll man ertragen. So, egal was es jetzt ist, Bad Beats, Downswings, Varianz, irgendwas Schlimmes, was dir im Leben passiert. Klingt erstmal sehr negativ, ist aber eigentlich, wenn man im Umkehrschluss drüber nachdenkt, eine klare Anweisung, sich darauf zu konzentrieren, was man verbessern kann. Weil wenn du etwas nicht ertragen willst, wenn du sagst, hey, ich kann das nicht ertragen, ich kann diesen Downswing nicht ertragen, ich kann diese Bad Beats nicht ertragen, ich kann dieses Spiel nicht ertragen, dann musst du dich immer fragen, kannst du denn was verbessern? Das ist ja das, was man aus diesem Zitat rausziehen kann. Das Zitat klingt negativ, was man nicht verbessern kann, soll man ertragen. Dann denkst du dir so, ja toll, toller Spruch. Nee, aber der stellt auch gleichzeitig eine Forderung, der sagt dir, naja, wenn du es nicht ertragen willst und wenn du keinen Bock hast, das zu ertragen, dann ändere es doch. Du hast es ja in deiner Hand. Was kannst du denn verbessern? So, und dann kann man sich halt Gedanken machen. Kann man sich überlegen, okay, ich reg mich jedes Mal beim Pokern auf. Was kann ich verbessern? Erstens, ja gut, ich könnte ruhiger werden. Wie schaffe ich das? Ich könnte meine Ansichten über Bad Beats und Varianz ändern. Nee, habe ich keinen Bock drauf, nervt mich gerade zu sehr. Was könnte ich noch ändern? Ich könnte mein Spiel verbessern, ich könnte an meinem Spiel arbeiten. Das wäre eine Option. Ich könnte mich mit Leuten austauschen, die ähnliche Probleme haben und irgendwie mir von denen mal Tipps holen. Oder ich könnte generell in der Community versuchen, irgendwie Anschluss zu finden und mich über Hände austauschen, um mein Spiel zu verbessern. Ich könnte generell mein Spiel verbessern, indem ich mir mehr Content reinziehe.
Und jetzt zu guter Letzt, wenn du dann immer noch sagst, irgendwie, nee, kann ich nicht, ich ertrag das nicht, das ist so scheiße, ich lauf so kacke, immer ich, immer, es ist immer das Gleiche, Pokern bumst mich jeden Tag irgendwie, ich habe da keine Lust mehr drauf. Was kannst du verbessern? Ja, dann hör halt auf.